Morgen. Morgen 6.10 Uhr. Heute ist der KMC dran. Oh, der Akku ist gleich leer. Baggerfahrer ist auf eine andere Baustelle geschickt worden. Jetzt sind wir wieder alleine. Also was? Heute Morgen sind wir zu zweit. Der Kollege, der den Arm lädt, und ich. Ja. Gestern ging es mal gut. Ich hoffe, es geht heute. Oh, sorry. Ich hoffe, es geht heute genauso gut. Okay. Der Arm geht hinter ins Mandelbachtal. Ormesheim, glaube ich, heißt es. Der Arm auch, aber in der Backe. Guck grad schnell hoch. Und der Handy. Was sind wir denn? Ormesheim, genau. Hier. Ja. Na, kommt schon wieder der nächste. Komm, alles frei. Okay.
da hinten noch? Wo? Hinten steht einer mit roter Jacke. Nein. Okay. So. Oh, es wird lange. Muss mir nur mal gucken rechts. Wann ich dann mit dem Arsch rum kann. Sag mich nur mal gucken, wann ich dann mit dem Arsch rum kann. Wie du willst. Genau.
So, jetzt will ich nicht das Auto da fahren. Sag Ralf, er soll das Auto hinwinken. Das war hoffentlich keine Hydraulikleitung. Hoffentlich war das keine Hydraulikleitung. So, ist die Backe runter, jetzt müssen wir nach der Arm, aber da sieht man nichts Nasses. So, 16.40 Uhr gleich. Hier links den zweiten Bagger, den Dicke mit dem Löffel. Den habe ich eben noch geholt in Rüsselsheim. Habe nicht wirklich gefilmt, sorry. Die Griffel vorne dran. Habe nicht wirklich gefilmt wieder. Mein Kollege war auch dabei, nicht da ich wegen dem nicht gefilmt habe, der hat nichts dagegen. Die Muse filmen zu wollen. Nee, Spaß. Das hat sich halt einfach nicht ergeben. So, ja, heute Morgen KMC, heute Mittag den 938 geladen. Waren dann zwei Fahrten heute. Kommt immer mal wieder das Thema Fahrzeit auf. Ja, ich habe jetzt hier, ich weiß nicht, kann man das wahrscheinlich nicht sehen. Ne? Moment. Das ist meine Gesamtfahrzeit heute
5 Stunden 17 Minuten und drunter die 16 Stunden ist meine Wochenlenkzeit. Ja, also heute ist Mittwochabend. Ich habe jetzt noch 2 Tage, um 30 Stunden fahren zu dürfen. Kriege ich gar nicht hin. Passt nicht. Also wie gesagt, mit Lenkzeit, wenn ich hier im Umkreis fahre, habe ich keinerlei Probleme. Lenkzeitprobleme gibt es nur mal, wenn ich weiter wegfahren muss und ich dann 4,5 Stunden voll habe und ich einen Parkplatz suche. Was ja mit dieser Mühle, die da hinten dran hängt, halt nicht immer einfach ist. Wie gesagt, 20 vor 5, Feierabend heute. Morgen keinen Plan, was ich morgen mache. Lass mich überraschen. Wunderschönen guten Morgen heute Morgen. Donnerstag, 20 nach 6. Ich habe umgesattelt, den Dreiachser aufgesattelt. Mein Licht rechts, mein Stecker wurde immer noch nicht getauscht. Ich will nur mal so anmerken. Fahre ich rüber in den Hof, lade den Merlo Teleskoplader mit Korb. Korb ist das Teil, wo die Männer dann vorne drin rumtönen und dann in irgendwelche luftige Höhe arbeiten. Richtig. Den fahre ich nach Ennsdorf zur Reparatur und in Ennsdorf lade ich wieder einen Teleskoplader und der geht dann nach Baumholder zur Bundeswehr ins Lager Aulenbach. Dann soll ich wieder hierher kommen. Versuch macht klug, Moment. Nee, passt. Okay. Hier hinten auch noch durchgeschoben. Und dann hier vorne. Wenn er passt, ne? Da hinten passt er nicht. Probe, ey. Aber ich habe Feuer gemacht. Ja. Ja,
Meine Nerven. Geht mir schon wieder auf den Sack, sorry. Anstieg hier ist auch bescheiden. Steigst du hier aus, stellst deinen Fuß hier drauf. Und ich habe mir jetzt in den 15 Mal, wo ich ausgestiegen bin, habe ich mir 20 Mal Schienbein angeschlagen. Geht das überhaupt? Ihr wisst, was ich meine. So, Mühle steht. Und macht das Teil fest. Die Suche nach dem... Ah, da vorne ist ein Hake drin. Das ist ein Tourhake. Nee, oder? Bisschen schwach. Bisschen arg schwach, oder? Ah, da. Da oben. Für ganz doofe sind sogar aufbebelt auf. Für die allerblödste. Unsere hat es nicht. Ja, also, ich zähle mich zu den ganz doofen ab heute. Mach jetzt einfach fest. Einfach
Arbeit stehen bleiben. Machen wir es doch so. Oh, der, oh, oh. Werkstattwagen. Hänge ich hier einfach ab. Der Backer hat die Fräse dran. Jetzt nochmal hoch nach Sembach. Der Lagerplatz hier. Dort lade ich den LH. Der geht morgen früh runter nach Ingelheim. Ingelheim, genau. In dieses Pharmaunternehmen. Werde ich nicht filmen dort. 20 vor 10 haben wir es. Bin gerade in meiner Halle. Hab mich mal wieder blöd dran gestellt beim Absatteln. Egal, es hat doch noch geklappt. Sattel jetzt den Vierachser auf. Und dann lade ich den R934 hier im Hof. Nach Hanau. Ich hoffe, dass jemand da ist, weil ich muss dann rückwärts auf die Hauptstraße. Einmal quer über die Hauptstraße, dass ich aus dieser Baustelle rauskomme. Reinfahren geht noch so, aber rausfahren. Gehen wir davon aus, es wird niemand da sein. Nein. Man kann was erkennen. Diese beiden Löcher im Rahmen drin, oder? Ja. Warum auch immer. Ich würde mal auf die andere Seite machen, dass ich quasi gegen die Fahrtrichtung mit vier Ketten sichern kann. Hab ich schon mal gezeigt. Macht es auch nicht jedes Mal, aber wenn ich jetzt so weite Strecken fahre wie Hanau, dann machen wir das ordentlich. Nicht, dass ich sonst unordentlich mache, ja, aber dass da nichts kommt. Um Tieflader habe ich 6 Gummimatten liegen. So, den Löffel muss ich noch holen drüber. Mal gucken, vielleicht kann ich den Anlass anpacken. Ohne Ende, ne?
jetzt gleich noch ein bisschen sauber. Wenn ich die Ketten festmache vorne, fahre ich mal durch vorne mit dem Griffel. Meine ich, hat der Bagger nur, wenn du den vorwärts drauf fährst, dann mache ich diese Ketten jetzt dran und oben in diese Ösen, rechts und links, mache ich die Legger Mädchenketten dran. So, sieht das dann aus. Das sind jetzt 10 Tonnen Ketten. Ja, da hinten, die Diegel haben 16 Tonnen zur Kraft. Das ist dann das Einzige, was ich noch machen kann, wenn ich größere Bagger fahre. Dass ich von den dicken Ketten nehme. Jetzt gegen die Fahrtrichtung mit 40 Tonnen gesichert. Das sollte nochmal passen. Ah, was wiegt denn der Bagger? Der Bagger hat 37 Tonnen, steht da, ne? Jo. Sollte passen. Kleine Planänderung. Den Bagger geladen. Sorry, ich hab den Fuß nicht dran. Ich sattel wieder um. Malerbach im Hospital ist ein Bagger. Der läuft im Notprogramm. Nehme ich meinen Dreiachser, lade hier den 926 Kompaktbagger und den fahre ich nach Malerbach. Und bringen den defekten Bagger hierher in die Werkstatt. Ist mir ja eigentlich recht, weil heute Mittag Hanau hoch wollte ich eh nicht mehr. Das werde ich dann morgen früh machen. Nicht weil ich es muss, sondern samstags morgens fahren ist einfach. Fahre ich um 4 Uhr los oder halb 5, dann bin ich gegen 7 Uhr oben. Das Gebiet hier. Lade den Bagger ab, weil wie gesagt, ich muss ja rückwärts über eine vierspurige Straße raus und vielleicht hat einer meiner Söhne Lust morgen früh und dann mache ich das morgen früh. Morgen früh ist nicht so viel los wie jetzt. Auf der Bahn. Oh Gott, wo fahr ich denn rum? So.
hier in Weilerbach. Ich weiß nicht, ich glaube, ich fahre erst drehen und dann stelle ich mich hier vorwärts rein. In die Pampe, ey. Freitagmittag, das muss so sein. Ich drehe schnell. Ja, so langsam. Unsere Traktoren stehen alle gar. Könnt ihr auch hier im Kreis fahren. So, der Bagger da vorne hat die Grätsche gemacht. Alles steht. Bagger, außer der Radbagger, sind alle anscheinend schon wieder nach Hause. Alles gut, ich gönn's jedem. Habe ich jetzt hier aus der Werkstatt geholt, den Hitachi rein, den neuen raus, aber der geht mir rüber auf die andere Seite. Keine Panik. So, komme ich jetzt hier wieder hin. Ich habe bloß auch meine Zweifel rausgequält. Der Sonnenschein draußen, ja. Thermometer zeigt wirklich 20 Grad. Brühe läuft, aber nicht vom Regen. So.
halb fünf haben wir es mittlerweile. Hab umgesattelt, hab abgehängt, bin hier gerade solo im Hof bei uns drüben. Was heißt solo? Also mit nur mit dem Schwanehals, hab noch einen Löffel geladen für den Bagger. Jetzt hänge ich noch zusammen und dann mache ich Feierabend. Sicher, dass ich da her muss. Oder kommt jetzt die alte Halle weg? Könnte natürlich auch sein. Hier mal gucken, ob ich hier ins Tor reinkomme. Ich habe da so meine Zweifel, wenn ich das sehe. Steht schon. Ja. Ich meine den Bagger. Daneben nehmen wir es. Ja, fahren nur voll der. Entschuldigung. Auf die Schutte. Ich hatte wirklich vergessen, meine Hähne zuzumachen. So, dann hänge ich hier ab. Stelle ich die Bagger dahinter oder nicht? Oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich habe gesagt, geht hierher zum TÜV. Das habe ich jetzt gemacht. Aufstellen.
geladen, der Bagger steht hier. Jetzt kommt es. Kommt der spannende Teil hier. Sorry, aber ich muss gucken, dass hier rückwärts die Fahrbahn quer. Rechte Seite sehe ich in meinem Spiegel. Linke Seite sehe ich noch nicht, da ist ein Hausfaller dran. Nicht immer Ende langsam zu machen, ne? War jetzt wohl. Alter, komm! Ich mache noch schnell das Tor zu. Ich habe ja die Kamera neben diesem Dixie-Häuschen stehen hier, ne? Sorry, falls ihr komische Geräusche gehört habt. So. Leer, ab nach Hause. Das ist mit dem Grund, warum ich das heute Morgen lieber gemacht habe. Weil heute Morgen ist einfach nichts los. Haben wir es jetzt. Könnte gegen kurz nach 9 zu Hause sein. Ich weiß nicht, ob ich noch das Fahrzeug wasche. Ich werde es innen drin, werde ich es noch ein bisschen sauber machen bzw. ausräumen. Ich werde mal meine ganze Regenjacke und Krempel mitnehmen. Ich werde die mal waschen lassen. Selbst waschen meine ich, selbst waschen. Zeit sollte auch reichen, also ich habe jetzt habe ich eine Stunde 49. Nach Hause geht es ja meistens etwas flotter, beziehungsweise leer geht es ja meistens etwas schneller. Bedanke ich mich fürs Zusehen. Hattet etwas Spaß bei der Sache. Ich hoffe, es wird nicht irgendwann lange.